Tuesday. Handsome Jack. Und dann soll ich anfangen? Jetzt, oder? Wie soll ich sagen? Weiter geht's mit der Scheiße, oder was? Nö, und weiter geht, und wir stürzen uns wieder in Pandora. Weißt du, ihr seht schon Basti im Hintergrund springen vor Freude, dass wir heute wieder mal Borderlands weiter spielen. Okay, das übernehme ich einfach jetzt. Das lasse ich einfach so. Und weiter geht's mit Pandora. Das war doch motiviert, oder? Ja, natürlich. Freut mich. Ja, von mir gewöhnt. Ich opfere mich jetzt für Borderlands 2, obwohl ich aus unerklärlichen Gründen ein bisschen Bauchschmerzen habe. Unerklärlich. Nicht wahr? Relativ unerklärlich. Okay, wir müssen jetzt Christian Moxie. Ich geh zu Moxie. Okay, dann geh ich zu Zed. Zed ist sowieso mein Lieblingscharakter. Was? Letztes Mal hast du noch rumgeflucht. Oh, was für ein Arschloch! Ja, weil er so komische Aufträge verteilt. Das muss man ihm aber lassen, das setzt mich auf. Was will er mit den Händen? Was soll der Scheiß? Herr Brüder? Ja, so einer ist vor ein paar Stunden hier reingeplatzt und verlangte einen sicheren Hafen. Ich sagte, ich kann ihm nichts versprechen. Da ist er giftig geworden. Ich musste zu Ruby greifen und ihm ein paar verplätten. Sein Schild hat die ersten zwei Schüsse geschluckt, aber... Er sieht so männlich aus. Hat er gespürt. Erinnert mich an irgendjemand anders mit der Tarn. Stimmt. Der ist wieder so gut wie neu. Aber das kleine Stinktier hat mir zu viel bezahlt. 6000, 5000 Piepen. Die musst du doch nicht beschlagnahmen, oder? So, wen würdest du jetzt beschuldigen? Ich beschuldige... Du bist der Schuldige! Okay, wenn du meinst. Okay. Wir haben hier... Wen hast du jetzt accused? Das war der Falsche, aber egal. Sicher? Ja. Der ist hier abgehauen. Ja. Ja, dann macht er so. Was gab es denn, Schickes? Eine Pistole. Ich habe keine bekommen. Ist ja auch scheiße. Ich habe echt keine bekommen. Hier gibt's Medikits und Schilde. Ich hab dir schon gesagt, wieso. Gib mir auch eine. Ich brauche den Munitionsladen. Munition. Okay, was wollen wir jetzt? Munition kaufen. Was wollen wir jetzt machen? Munition kaufen. Okay, du kaufst Munition und ich guck, was für eine Quest wir machen als nächstes. Ich suche mal eine schöne aus. Irgendeine, wo vielleicht hier noch in der Stadt erledigt werden muss. Stimmt, das ist eine gute Idee. Ich weiß, ich steck voller guter Ideen. Ich, du kriegst nichts mehr. Haben wir Klebstoff vielleicht noch? Das ist nicht hier in der Stadt. Ich weiß, das ist ein bisschen weiter weg. Habe ich schon gesehen, dass es in solchen großen neuen Kavernen sind. Oder in Höhlen. Die Höhle von Sanctuary, wahrscheinlich da, wo das Loch ist, wo wir abgehoben sind. Highlands. Dust. Peaceful. Claptrips. Claptrip Birthday, hier haben wir was. Wir müssen helfen.
Catra hat Geburtstag! Ihnen helfen, damit er sein Geburtstag feiert. Das ist Catra. Das bin ich! Butters! Das bin ich! So, ich gehe nach da. Ich gehe zu Zed. Ich gehe zu Moxie. Okay, du bist immer so Moxie, Kai. Warum bist du immer so Moxie? Das wirst du eines Tages erfahren, mein junger Padawan. Oh, schick! Double Iridium. Ich hab so viel Iridium. Warum hab ich so viel Iridium? Mal wieder bei Moxie. Mal so die Nummer schieben lassen. Oh, tut mir leid, ich kann leider nicht. Gib Claptrap einen Geburtstag. Oh, sie kann nicht. Und er kann auch nicht. Scooter. Scooter, du Arsch. Wieso können wir nicht Set einladen? Ich hab eine blaue Waffe gewonnen. Echt? Am Automaten. Was war das? Einmal gespielt und. Die ist sogar besser als meine. Das war manchmal ganz oft so. Das ist voll geil, dass der Automat lohnt sich voll. Aber der in Overlook ist besser. In Overlook? Jetzt ist die Party zurück. Er hat auch keine Lust. Markus hat nur gelacht. Und dann Nein gesagt. Nö, hat nur gelacht. Und so dann Nein gesagt. Fein. Echt? Ich hab nur sein Lachen gehört, das war schon gemein, ey. Gemein. Er ist so gemein. Das hat leider nicht mal ein. Doch, das hätte mich nicht mal eingeladen. Ja, echt, obwohl er so dick mit ihm befreundet war in 1. So ein Arsch. Hör auf den Roboter zu hauen. Spitze! Die Gäste müssen jeden Moment kommen. Du kannst. Los. Ha! Ha! Zack! Auf mich zu hauen. Dreh mich im Kreis. Box die Leute fertig. Geht voll ab die Party, ne? Geht voll ab die Party. Ich bin verrückter, ey. Das ist ja, wenn ich richtig mich drehe. Was hast du so eine türkische Musik an? Wieso türkisch? Weiß nicht. Ist das so mit den Türken? Ich hab gar nichts. Ich hab es nur so kurz gehört, dass ich im Hintergrund. Was hast du nur immer mit den Türken? Immer wieder erwähnst du sie. Ich weiß immer wieder. Ich glaub, du hast was gegen sie. Die Pizza ist ein bisschen kalt. Wo bist du hin? Versteckt. Du hast Party auf dem Dach. Die Party wird verlagert. Hey, hör auf mit Waffen nach mir zu schmeißen. Tanzschlampe. Das stimmt, hier tanzt. Ich hau dich gleich. Stirb dir, Sack. Alter, was ist das denn? Ein paar Disco-Kugeln zum Party. Bist du mich? Ja, da bist du doch. So. Da. Ach, scheiße. So eine Party ist voll lahm, ey. Deswegen bin ich schon auf dem Dach. Ja. Super Party, Claptrap. Wo wir denn unserer schönen Zuschauerschaft erzählen, was wir vorhaben, ne? Ist mir doch egal, mach doch! Mit den Charakteren. Hast du ja schon erwähnt? Eigentlich. Dass wir was vorhaben. Du Verräter. So Verräter, das ist einfach eine Idee, indem wir sie einweihen und sagen. Ja, mach mal, ist mir doch egal, los! Mach schon! Ich hab mich so angepisst, ey. Nö, ich darf sie jetzt nicht! Level 19! Nicht schlecht. Ich bin auch schon Level 19.
Los, sag schon, was wir noch vorhaben. Also, unser Vorhaben ist... Arbeitig. Mach schon wieder alles kaputt, ey. Typisch Fabian, ey. Immer nur alles kaputt machen, weil das selbst so schlecht ist. Guck dir den Fabian an, den Fabian an. Der hat nicht mal ein Auto. Ach so, das wollte also den der Zuschauerschaft erzählen. Was, du kein Auto hast? Das wissen sie doch schon lange. Guck dich doch mal an, ey. Du machst dich mal ordentlich. Mach doch mal ordentlich! Mach doch mal ordentlich! Menschen! Mach doch mal ordentlich! So, genug Hass gegen andere Teammitglieder. Wir müssen jetzt... Ich muss jetzt meine Energy-Trinkdose öffnen. Und ich muss uns eine neue Quest aussuchen. Das sieht so, ich nie selbst ins Feld ziehe. Die Antwort eine relativ schwere Quest. Ein Thrasher, der mich mal fast getötet hat. Die Wissenschaft fordert, dass ich ihm vergebe. Das ist der Happy. Mein Rachedurst fordert, dass ich ihn töte. Heute, mein Freund, wirst du der Arm meiner Rache sein. Mach mir links. Nimm meine Hand. Du hast immer noch nicht erwähnt, was wir vorhaben. Ach ja, weil du mich ja so unterbrochen hast. Also, wir wollen... Wir wollen ab Level 25 Charakterwechsel machen. Das heißt, dass wir beide die anderen beiden Klassen vorstellen. Wow! Das heißt den Kanserker und den Kommandanten. Also den Kommandanten. Als erste sind wir wohl sicher. Coole Waffe. Alter, du bist so eine Looter-Sau. Oh, zweimal nicht, sowieso schlecht. Das kann auch nur dir passieren. Du bist so blöd, ey. So, ich spiele ein letztes Mal und dann gehen wir weiter. Und müssen. Oh, ah! Lass mich raus! Ich muss jetzt zuerst mal meinen Mist verkaufen. Was hast du denn Mist? Oh. Und ich gehe mal erstmal zu... Johnny Blue. Wie, zu, wie heißt du denn? Johnny Blue? Der olle Spastiker hier. Johnny Blue. Nein. Johnny. Ich hasse dich. So ein Dödel, ey. Das ist der größte Dödel. Ich habe mir jetzt ein bisschen mehr Stellplatz für Munition gekauft. Wie viel Scheiße ich dabei hab. Ich muss mir meine ganzen Mods anschauen. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Eine schwere Entscheidung. 2, 7. Fabian, willst du nicht reisen? Nein, du willst reisen in die Unendlichkeit. In die weite Ferne. Rettet den Regenwald. Ich rette. Was für eine Mod nehme ich? Das muss ich mir weiß. Gut überlegen. Frage die Zuschauer, ob welche du nehmen sollst. Soll ich die Formula Malivan nehmen? Team Ablenkzeit oder Schildkautät? Was verbirgt sich in der Tür Nummer 3? Maximal Gesundheit. Ist mir egal. Ich selbst teile dasselbe. Ich lasse auch nicht irgendwelche Dödel das aussuchen. Nimm die Malivan. Malivan ist gut. Der Mutterkopf von Maliwan. Maliwan hat gute Effekte. Also, Slag, etc. Ich nehme Anshin. Anshin. Ist das nicht das, was auch das Gesundheitsstuff macht? Nein. Doch? Nein. Das ist Pelikan oder so. Pelikan? Geh mal zu Dr. Z und guck mal nach. Nein. Fertig.
Jetzt bin ich fertig. Ne, ich will noch Zeug verkaufen. Ich hoffe, du bist geimpft. Gib auf die Acht. Jetzt bin ich fertig. Ich lasse dich mal losgehen. Mach halt. Na los. Okay. So, mal losgehen hier. Kurz Problem nun gehabt mit der Verbindung. Ja, dein scheiß Internet, dann stirb. Schon mal gegen eine Sirene meint? Ey, geh weg, lass mich rein. Du brennst doch schon wieder, ey. Warum rennst du weg? Komm her, ich hab Süßigkeiten, Fabian. Bei mir zu Hause gibt's Gulasch. Wer wissen will, was damit gemeint ist, der kann ja mal die Outtakes reinhören von... Keine Ahnung, wo ich die reinpacke. Wie nennst du das denn? Outtakes plus Society und... Outtakes-Skype-Gespräch. Welche Audiodateien, die nie verwendet wurden. Von Michael Schumacher. Genau. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja. Der ist weg. Aua! Er ist geslaggt! Du hast eine Slag-Waffe? Ja. Nein, ich habe eine Säurewaffe. So. Ein Säuregewehr! Ich hasse sie, ey. Nein, ich nicht cool. Nicht cool. Ich will den fetten. Hyperion-Typ ist schwul. Loader sind schwul. Ist doch hier ein Loader. Was? Ja. Ich kämpfe gegen Stalker gerade. Ich kämpfe gerade gegen Loader. Die übelst hat am Rennen. Wieso, das ist ein Hotloader? Wir sind Hotloader. Echt? Ja. Du lügst doch. Die brennen einfach nur übelst hart. Ja, weil die sich antreten. Ja, aber ich gebe ihn einfach mit meiner Schrotflinte und dann... Ich komm gar nicht an, gegen meine Geil. Oh Gott, ich bin gleich tot, ey. Du bist tot, eher gesagt. Was ist denn einer? Hilf mir mal. Bitte. I will save you again. I need a hero who saved my life. A hero saved me just in time. Von wem ist der Song, hä? Für? Von wem ist der Song? Von welcher Band? Was? Skillet. Skillet? Skillet. Wer ist Skillet? Eine Band. Der Song heißt Hero. Skillet. Lass doch erstmal hier alles umbringen, bevor du wieder weiter rennst. Okay. Dann kannst du halt alleine gegen All Slappy. Fighten. Ich habe schon positioniert für ihn. Wenn sich manche jetzt fragen, hey, woher wissen die das? Ja, wir haben schon mal den Gunsacker und ein Kommando 25 hochgespielt. Oh, erst. Wir sind auch erstmal, wir haben einen Punkt so festgesetzt mit den beiden, wenn ich weiterspielen, weil wir uns da nicht mit der Story spoilern wollen. Sondern warten, bis wir damit den anderen beiden Charakteren soweit sind. Hast du schön erklärt. Ich weiß. Macht auch Sinn. Ich bin stolz auf dich. Dankeschön. Oh, diese blöden Reparaturbots. Ich hab was von Hyperion? Das Böse! Ich habe mich schon gewundert, warum das Scharfschützengewehr so schlecht ist. Jetzt machst du Hyperion-Runde. Weil die auch schlecht sind. Nur den Boss hat eine an der Waffe.
sonst eigentlich? Ist doch eine ganz nette Firma. Ja, die versuchen noch ganze Leute hier auszubeuten und herumzupimmeln wie die verrückt. Aber sonst ist ja alles in Ordnung, selbst haben. Alles in Ordnung! Nix los. Komm mal ran. Hier ist noch irgendwas, was lebt. Das will ich noch töten. Ich sehe es nicht. Da oben ist es. Also du willst nicht Not. Schließ dich dem Bösen an. Schließ dich der parasympathischen Seite der Macht an, Luke. Die Scheiße muss raus, verdammt. Wir müssen anscheinend Stalker jagen. Das habe ich gar nicht gesehen. Warte mal kurz. Auch der auch nicht. Ich kann doch schon weitermachen. Komm, Fabian. Los. Fabian! Gleich. Die Katze will hier irgendwas von mir. Und natürlich weißt du, was sie will, indem du ihr in die Augen guckst. Ich sag's mir. Guck mal tief in die Augen, Sweetie. Sweetie. Ich bin Scott Pilgrim, Scott Pilgrim. Oh Mann. So unfassbar schlecht. Weiter mit der Scheiße. Was machst du da? Ich snipe. Wieso, die armen Leute, was habt ihr dir getan? Was nicht? Erstmal ab ins Feuchte. Schwing deinen Arsch ins Feuchte! Du bekommst ein komischer Tüter nicht. Wo? Da! Der will ordentlich aufs Sack haben. Ich hol mal Slappy. Mach mal. Slappy kommt gleich, ich hol mal meinen dicken Raketenwerfer raus. Ich auch. Du witterst sie nicht. Was, Raketenwerfer? Das ist ja. Der Duft eines Gentlemans. Oh, Alter, der hat einen Totenschädel. Wir sind so am Arsch. Das schaffen wir ja. Du musst positiv denken. Positiv denken. Scheiße, er ist meine Rakete ausgewichen, so ein Arsch. Oh mein Gott! Hüte dich vor Slappys Tentakel. Ich soll. Ah, ein Schlag und mein Schild war weg. Ich bin auch gleich. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Fabio. Wir sind so am Arsch. Ich lebe noch. Ich wechsle jetzt mal zu einer anderen Waffe. Hilf mir! Weiß ja nicht mal, wo du bist. Hier oben! Ich nehme mal Tentakel, Mann. Ja! Ja! Ich hab's irgendwie geschafft, ich weiß nicht wie, aber. Oh fuck! Musst du einfach einen Tentakel killen? Okay. Kill den Tentakel. Ich weiß noch nicht welchen. Irgendein. Ich schaff's nicht. Hilf mir! Ich bin selbst tot. Spawn ist wahrscheinlich irgendwo nach Walachei. Nee, ich spawn ziemlich weit, ziemlich in der Nähe, ist geil. Ja, komm her, fuck you, Slappy. Alter! Yes! Das Wiederbeleben kostet richtig Scheiße. Yes, ich lebe. Oh mein Gott! Schluckgranaten! Okay, es hat nichts gemacht. Slappy ist fast tot! Er ist schon unter der Hälfte. Ich weiß, er hat mich umgebracht. Jetzt geht er, das ist jetzt richtig am Durchdrehen. Der geht jetzt richtig ab, ey. Was, wir schießen hier mit Perücke auf ihn. Scheiße, jetzt bin ich auch tot. Ich muss jetzt mal nachladen. Komm zurück, du Hube. Hier ist ein Bild von Jack. Genau neben dem Spawnpoint. Der will's doch verarschen, oder? Shit. Ich hau mir jetzt diesen Raketenwerfer um die Ohren. Okay, das zieht nicht sehr viel ab. Obwohl es bei... Das wird ja... Wie viel bei meiner sollte 2000 abziehen, jetzt zieht gar nichts ab. Meine schon halt den Feuer... Ah! Hör auf, du Scheißvieh! Granate! Ah, da ist er! Blutet schon. Der ist schon irgendwie so rot. Ich habe keine Munition mehr. Scheiße. Ich muss die Schrotflinte rauspacken.
Zurück! Also, volles Rohr! Gib ihm! Gib! Der erwischt mich hier oben nicht, ist geil. Ja! 3000 scheiß Freundchen. Her mit dem Iridium, her mit dem Iridium. Da ist noch mehr. Du hast alles eingesammelt. Ich hab's auch verdient. Na, ich bin nur einmal gestorben. Ja, also hör auf mir alles wegzusammeln. Ich krieg gar nichts. Ich hab gar nichts bekommen. Okay, ich schenke dir vielleicht was. Willst du mir das, das MG? Die dann das MG? Ja. Okay, da. Scheiße, ja! Ich nehm seinen Armor wieder mit. Hyperion, wieso gibst du mir Hyperion? Du hast kein Schild. Wo ist noch ein... Ich hab ein Schild. Ich hab schon gedacht. Da ist die Leiter. Du bist noch Stalker töten. Wieso? Das ist unser Auftrag. Wechsel mal zu dem Auftrag, damit ich ihn sehen kann. Mach du mal kurz, das wird fein. Wie heißt denn der Auftrag? Irgendwas mit Stalker. Ich schau mal kurz. Oh fuck, ich kann das nicht raus. Da. Ex-Freund von mir namens Taggart sollte vor einiger Zeit die Stalker-Population ausrotten. Zudem machte er sich daran, ein Buch über seine Abenteuer um die Ecke zu verfassen. Finde die Kapitel seines Buches, damit ich draußen abschreiben kann, was das Zeug ist. Wir müssen hier nicht zum Ausgang. Ach, das! Ja, das ist alles, das können wir auch hier machen. Ist doch in der Fridge. Nee, das ist nicht die Fridge. Doch, das mit den Kocker. Kapitel suchen. Nee, da musst du nicht, das musst du nicht in der Fridge suchen. Du musst aber nur diese Dinger hier abschießen. Da kommt das raus manchmal. Siehst du? Nee, doch, hier noch nicht. Oh, ich sehe schon. Ja, hier in diesen. Du musst aber diese Dinger abschießen und die ganzen Häufchen hier drüben. Da kommt doch ein Batzen Scheiße hier. Da kommt vielleicht was raus. Ja, noch. Siehst du? Da. Ja, Dreck. Schade, warum? Wo haben wir schon den zweiten? Da, hier ist einer. Siehst du? Ordentlich auf den Sack gegeben, dem Vieh. Stalker können sich nicht teleportieren, wenn sie kein Schild haben. Also schwerer. Sie können das schon, aber schwerer. Kennt sie ja richtig aus. Warum schreibst du kein Buch über die Mistwalker Pandora? Ja, weil das schon das wir gemacht haben. Und außerdem habe ich keine Lust. Oh, hier ist die Stalker-Höhle. Oh, ein Buch. Ein Buch für dich und mich. Das hat aber jetzt gedauert. Ich komm zu dir, mein Stern am Himmel. Ich komm weiter. Das wird der beste Muttertag aller Zeiten. Hörst du, Henry? Ja, hörst du? Muttertag! Wo ist er denn? Das ist schwer, dich zu erwischen. Wo ist er hin? Keine Ahnung, die verschwinden einfach. Sie haben Stalker so an sich. Ja, und ich treffe die aber auch nicht, so. Ich wusste, den Stalker haben wir schon gehandelt. Aber hier ist noch irgendwo einer da. Sofort Dauerfeuer auf ihn eröffnen. Noch ein Buch, Büchlein. Das muss hier irgendwo so ein Haufen sein. So ein Kackhaufen? Da ist einer noch. Ist er da? Nee. Sind hier noch irgendwelche in der Nähe? Ich geh mal kurz gucken runter. Die finde ich hier irgendwo ein. Ja. Sonst mach mal die Schnellreise auf. Ich mach mal Munition kaufen auf.
wenn du stirbst, wird deine ganze Munition wieder neu aufgefüllt. Sieht so aus. Ja, scheint so. Das finde ich nicht gut. Könnte noch mehr Stalker-Müll sein. Okay, reißt du zurück. Reiß mal nach Overlook. Dort gibt's einen guten Spot, wo es das gibt. Beim ist der doch. Ich hab grad auf dich geschossen. Nein, ich hab einen Briefkasten.